Das ist ja viel zu lang. Das ist doch zu lang, oder? Kann doch nicht meine, kann ich meine Kinder abmachen. Ja. Ja. So. Kommt der Jan nochmal, oder? Sag mal, filmen wir eigentlich schon? Guck mal. Wir filmen schon, das ist schon alles. Oh. Scheiße. Ach Mann, was hätte ich denn sagen können? Jetzt bräuchte man eigentlich einen Trailer, ja? Ich habe noch keinen Trailer. Ich würde ja gerne mal eine Sendung haben, die mal glatt läuft. Ja, ja. Also, ich begrüße heute. Ich höre mich überhaupt nicht. Ich bin so aufgeregt. Ich habe meine Kastanien. Alles gut. Ja? Ja, okay. Alles ist gut. Also, ich freue mich heute, euch begrüßen zu dürfen zum dritten Sendung von Talk im Turm. Talk im Sturm? Zu Misfits, habe ich befürchtet. Misfits. Du hast vorhin gefragt, was das bedeutet. Ja. Das war ein großer Fehler. Okay. Wir brechen die Sendung jetzt ab, weil ich will nicht darüber reden. Ja. Du willst nicht darüber reden? Ja. Wieso? Also ich glaube, jetzt sind die Zuschauer auch irgendwie erst recht interessiert. Ja, ich werde immer wieder gefragt, was das heißt. Gut, klären wir später vielleicht. Ich begrüße heute euch zur dritten Folge von Misfits mit meinem Gast Michael Griesmeier. Achso, da kommt ja kein Klatschen, oder? Nee, ist ja nicht. Ihr könnt gerne klatschen. Ja. Wir sollten das nicht mit Publikum das machen, ne? Ja, war ihm zu leise. Und auch live, ja. Also ich denke, so kam cool rüber. Ihr könnt ja mal auf Facebook posten, wie das rüberkam. So. Du bist in der veganen Bewegung eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Ach ja. Ja. Und ich frage mich eigentlich, was ist denn eigentlich an bunten Hunden so besonders? Also ich, keine Ahnung. Also, also gut, jetzt auf mich bezogen, bunt ist schon, finde ich schon, ja, toll, ja. Also ja, bunt ist auf jeden Fall besser wie grau. Aber über Maulwürfe redet man nicht so oft wie über Hunde. Ja. Ja, Maulwürfe. Ja, ja. Du bist deswegen bekannt, weil du den Weltrekord hältst, ja, im, ja, Treppenlaufen mit, ja, Sandsack. 30 Kilo Rucksack. Mit einem 30 Kilo Rucksack, ja. Ja, ja. Da waren keine veganen Würstchen drin, aber Handelscheiben und ein paar Decken halt. Ja. Und was hast du da gemacht? Naja, ich bin 6 Stunden im buddhistischen Haus, die Treppe hoch und runter. Ja. Also nonstop dann halt. Und ja, dann haben halt Leute für diesen Weltrekord dann halt die Stufen gezählt und dann. 6 Stunden, ne? Ich hab mal so ein Video gesehen, wo du dann so kurz vorm Ausbluten bist oder so, keine, ja, Ahnung, oder wo du nur noch auf Knien dann da letzte kriegst. Halbe Stunde, da, ja, da kamen die Krämpfe richtig heftig, also da ging eigentlich auch nichts mehr. Da hätte ich eigentlich abbrechen müssen normalerweise. Du hast aber weitergemacht. Ich habe weitergemacht, ja, weil ich diese Tierleid vor Augen hatte. Das war halt wirklich für mich immens motivierend. Also sonst wäre doch nicht gegangen. Also ich denke mal, unter normalen Umständen brichst du als Sportler ab. Ja. Du bist ja richtig eigentlich extrem Sportler, kann man sagen. Du hast. Ja, ich versuche halt über die Grenzen zu gehen. Ne? Ja. Mhm. Und wie, ja, also ich stelle mir das, also für mich ist Sport sowieso, ne? Habe ich nicht viel, also ich sage immer, ich will gesund bleiben. Ja, okay. Aber du siehst das ja anders. Du bist Polizist. Was machst du denn da? Ja, na, ich bin im Objektschutz tätig. Hier bewachen wir halt so Botschaften und ja, Einrichtungen, was so bewachungswert ist in unserer Hauptstadt, also in Berlin. Ja.
Also verschiedene Botschaften oder eine bestimmte? Ja, verschiedene, ja, aber das ist ja jetzt dienstlich, das ist immer lieber, weil ja nicht, dass der Polizeipräsident mithört und vermeintliche Terroristen und ist dann werden wir hier noch ausgespielt. Bitte? Ist der vegan? Der Polizeipräsident. Wir haben ja momentan eine Präsidentin, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube nicht, dass sie vegan ist. Also in der Polizei sind viele nicht Menschen vegan. Also ich denke mal, wenn ich schon oben und komme. Ja, ja, das ist ja nicht so. Ich habe mal gesehen bei Facebook, du hast, du postest ja sehr viel, bist ja da schon sehr aktiv. Und du hast mal einen 100-Kilometer-Lauf gemacht oder was? Oder einen 24-Stunden-Lauf? Oder? Ja, öfter schon, ja. 150 Kilometer. 150 Kilometer, wie ist denn so dein Rekord? Also, bin ich mal gelaufen, ich glaube 165 Kilometer, das war so das weiteste, also nonstop. 165 Kilometer? Wie lange hast du gebraucht dafür? Ich glaube 26 Stunden oder so, also über einen Tag, ja. Beim letzten Mal, wo ich das gesehen habe, hast du aber aufgegeben. Ja. Ja, ging nicht mehr. Das war jetzt der Grund, warum ich jetzt eigentlich auch wieder mich mehr so in meinem Körper mitmache, also jetzt so ein bisschen der Muskulatur halt wieder, also Bodybuilding mir betreibe, weil ich habe halt gemerkt, das ist nicht mehr meins. Also ich habe es ja 4 Jahre gemacht, halt, diese Lauferei, diese extreme Lauferei auch. Ja. Und irgendwie habe ich bei diesem 24-Stunden-Lauf, das, was du jetzt angesprochen hast, da so nach 19 Stunden irgendwie, da ging nichts mehr. Ich hatte das ja auch in Facebook, über Facebook halt auch so veröffentlicht. Das war für mich auch ganz wichtig. Das war für mich so tief im Inneren, so eine Entscheidung für mich, um zu sagen, das ist vorbei. Du bist da heute kein Läufer mehr. Ich hatte das verfolgt und ich fand das auch sehr vernünftig. Zu sagen, es bringt jetzt auch nichts, sich kaputt zu machen. Ne? Ja, obwohl ja Schmerz im Extremsport oder überhaupt, ich sag mal, im Leistungssportbereich dazu gehört. Das wird ja jeder kennen, der halt Leistungssport oder auch Breitensport betreibt und so ein bisschen ambitioniert betreibt. Schmerzen gehören dazu. Aber der Punkt war für mich nicht, dass der Schmerz schlimm war, sondern einfach, ich hatte keinen Bock mehr. Mir hat die Motivation gefehlt. Ich habe mich dann echt nach 19 Stunden gefragt. 19 Stunden, das ist ja schon Wahnsinn. Eigentlich. Ja, aber das ist für... Wo hast du geschlafen denn das so zwischendurch? Also beim Laufen kann man noch schlafen? Na, ich habe immer Pause gemacht. Ich bin ja mit dem Auto da gewesen, habe mich dann ins Auto gesetzt. Dann habe dann gepostet, ein bisschen was gegessen nebenbei, was getrunken und dann bin ich wieder auf die Strecke. Okay. Aber das war halt für mich entscheidend, dass ich halt nicht mehr wollte. Dass ich gefühlt habe, dass es nicht mehr gut ist. Mhm. Also nicht, ja. Das heißt, du machst wirklich solche Aktionen, was hast du noch für Aktionen, die du machst? Und also du willst ja zeigen, dass ein Veganer richtig Leistung zeigen kann, richtig Leistung bringen kann. Ja. Machst du noch andere Dinge? Ja, also wir haben jetzt noch ein paar Sachen im Petto. Ich will da ja nicht mehr so drüber reden. Ich habe jetzt leider den Fehler gemacht, so über die Jahre halt, dass ich immer relativ schnell Sachen gepostet habe. Und das Problem ist ja, ich bin ja ganz normaler Arbeiter, sag ich mal. Ich arbeite ja Schicht, 12 Stunden Schichtdienst, dann habe ich noch ein Privatleben. Und Herr Kriesenmeier, ich muss jetzt mal ganz kurz stören. Ich möchte mich mal bei Ihnen persönlich mal sagen, ich finde Sie richtig sympathisch, wissen Sie? Ach ja? Ja, also wissen Sie, ich habe ja über Sie, ich bin auch gleich wieder weg. Ich mache das hier nur kurz. Es tut mir leid, wenn ich Sie auch hier wirklich überfallen tue, ja? Also ich hab hier was entdeckt, Herr Kriesenmeier, das müssen Sie mir mal erzählen. Bitte keine Fotos, die nicht... Also, ich meine, ist ja auch ein bisschen lustig, nicht? Das muss ja jetzt möglich sein. Da habe ich auch noch ein Foto aufbereitet, das können Sie mir gleich mal. Ich möchte gleich mal ein Foto haben mit Ihnen. Sind Sie mal so nett? Ja, wirklich mit mir? Wie heißen Sie denn? Ich bin die Gerlinde. Ich sag's auch noch mal. Das habe ich so gar nicht gesagt. Was soll ich da machen? Herr Kriesenmeier, Sie sind mir auch ganz schön fein Schlinge. Haben Sie das schon gesehen? Der Kneppe hier links, rechts, ich meine, da muss man mal zweimal hingucken, aber Herr Kriesenmeier, ja. So. Und jetzt sind Sie mal noch so nett da. Was ist denn das? Das ist ein Sportstudio vom Spiel. Ich meine, ja, hin und wieder poste ich mal so meine Erfolge und ich habe halt niemanden, der... die sind nicht aus Edelstahl natürlich, die Erfolge. Also das ist wirklich nur der obere Teil. Und das ließ sich halt nicht das ist anders. Ja? Aber ja,
Ja, und war ja gar nicht witzig halt, ja. Das macht sie sehr schade. Fast schon unter dem Gürtellinie, oder? Naja. Aber nur fast. Ja. Und sie ist ein Foto? Ja, kennt sie vielleicht? Ja, ich nehme. Sie sind ja so ein starker Mann. Kauf ich sie, der Rührer. Ja, es ist schnell. Ah, ja, ach Gott, nee. Ach nee. Ach, ja, der Griesmeier. Der Griesmeier hier. Ganz, ja. Schnell, ja. Ach. Ich bin ganz aufgeregt. Oh Gott, jetzt geht's schon. Sind Sie eigentlich schon fertig mit? Nee, ich putze gleich weiter. Okay. Ich habe ja nur eine kleine Fleisch gemacht. Ja, ich finde sie toll. Wirklich, ich mache sie weiter. Sie machen einen tollen Job. Mit dem Vegan finde ich ganz toll. Wirklich, fein. Also der Mucki ist hier. Ohne Fleisch, ja. Das ist frisch. Ja. Ich bin schon weg. Ja, Linde. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Alles Gute. Also, das macht die öfter, ne? Nee, oder? Ist hier ich habe Besuch. Und Maschi, daran musst du arbeiten. Wenn die Sendung Erfolg werden soll, ich bin hier aus dem Konzept. Vielleicht eine andere Putzfrau. Naja. Ja. Oder ein Putzmann. Oder jetzt bin ich ja, also weißt du was, du hast hier was mitgebracht. Du, also was ich dich ja fragen wollte, von was ernährst du dich? Du ernährst dich von Smoothies hauptsächlich? Wirklich? Ja, oder? Nein, nicht hauptsächlich. Hin und wieder mal. Ja? Wenn wenig Zeit ist, dann. Wenn ich halt merke, ich brauche einen Energieschub und habe einfach Bock drauf. Ja. Ich bin so ein Mensch, ich habe keinen Ernährungsplan, ich höre auf mein Bauchgefühl. Und ja. wenn ich Lust habe auf 10. Ja, das war's leider gestern mit der Aufnahme. Wir hatten gestern eine so tolle Sendung, haben so viel Spaß gehabt. Wirklich geil. Und das Problem ist, der Computer muss diese Aufnahme erst bearbeiten, rendern nennt man das, die Software, nach der Aufzeichnung. Und während dieses Renderns war auf einmal der Strom weg. Der Computer war aus. Wir wollten uns gerade verabschieden. Mhm. Und ich habe nicht mehr gelacht. Mhm. Nein. Ja? Ja. Und weißt du, dass ich eigentlich seitdem nichts mehr gegessen habe? Jetzt ist der also der nächste Tag. Jetzt haben wir den 16. November. Oh. Ich habe wirklich nichts mehr gegessen. Ey, Mossi. Grüß ja. Entsprechend haben wir natürlich jetzt aufgetischt. Ja, kann man leider nicht sehen, oder kann man es sehen? Doch, man sieht es etwas. Und du kennst dich inzwischen aus in Zehlendorf, ja? Ja, ja. Ja, ist den Weg heute. Gefunden. Ja. Ich habe jetzt sofort mein ganzes Equipment erneuert. Ich habe mir sofort einen neuen Rechner gekauft, eine neue Kamera, dass mir das nie wieder passiert. Mhm. Ja, und jetzt haben wir alle Themen behandelt schon und alles ist weg. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ess mal einfach. Ja, essen ist immer gut. Ja, ich habe also gestern hatte ich auch keinen Hunger und heute habe ich, ja. Wahnsinn. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, weil ich so viel versucht habe, diese Datei noch zu retten. Mhm. Aber es war aussichtslos. Aber ich habe dann den Michael eine Mail geschickt und ganz kurzfristig hat er mich angerufen, hat gesagt, klar, ich komme heute vorbei nochmal. Mhm. Und dann quatsch mal weiter. Ja. Oder nochmal. Ich weiß ja jetzt schon alles. Haben wir zweimal Spaß gehabt, oder? Gut, das eine Mal wurde nicht gesendet, aber war heute jetzt. Heute sind wir auch alleine. Heute haben wir nicht so ein tolles Publikum oder eine tolle Unterstützung. Ja, na gut, wir werden das schon schaffen. Aber wir haben tolles Essen auf jeden Fall. Was du hier gezaubert hast, ist ja aller Ehren wert. Das Schlimme ist, ich bin ja nicht mehr zum Einkaufen gekommen und das sind alles so Reste, ja. Mann. So die letzten Reserven, ne die vorletzten, also vor dem Reis. So, ja. Sieht aber echt delikat aus und wirklich lecker. Ja. Aber zuerst Kommen wir zu deinem. Wir sind gestern stehen geblieben, beziehungsweise nicht stehen geblieben, die Software hat abgebrochen. Genau. In dem Moment, wo ich dich gefragt hatte, ich hatte gesagt, kennst dich mit Smoothies aus. Und da hatte ich dich, glaube ich, gefragt, wie so dein Ernährungsplan aussieht oder wie du das mit den Smoothies machst. Und im Prinzip ist ja kein Geheimnis. Also einen Ernährungsplan habe ich in dem Sinne nicht. Muss halt vegan sein. Also wo kriegst du dein Eiweiß her?
Gersten, Gerste, aus der Gerste. Gibt so wunderbares Gerstengras, Pulver, Eiweiß und das ist super, super toll. Ich habe in einem Bericht über dich gelesen, da stand drin, er ist Extremsportler ohne Eiweiß, ja, weil er ja kein Tiere isst. Naja, also ich war so schlecht recherchiert. Wirklich schlecht, ja. Das ist halt immer noch dieses Vorurteil, ne? Dass er wirklich hochwertig Eiweiß nur in Tieren drin sein kann. Ja, wir wissen das ja, und viele Zuhörer ja wohl auch. Und das ist also seit ich diese pflanzliche Eiweiß zu mir nehme, dadurch ist ja, also bei mir persönlich halt diese Leistungsexplosion passiert halt. Auch, ja. Also auch nur im Ausdauerbereich. Ich bin ja nun Sportler, ich kann ja, ich habe ja beide Seiten abgedeckt, sag ich mal, die extreme Ausdauer und jetzt halt auch hier diesen Muskelaufbau, wo ich innerhalb von, ich bin jetzt gerade mal 8 Wochen dabei und dann, das explodiert förmlich, also das ist Wahnsinn. 8 Wochen mit den... mit dem Handeln wieder, dass ich wirklich mit Handeltraining regelmäßig jetzt wieder mache, genau. Also Bodybuilding. Also Bodybuilding, genau, diesen Muskelaufbau. Und da hilft mir dieses Gerstengras, Gersten sage ich schon, Hanf, Eiweißprotein halt wirklich, ja. Achso, ich wollte schon fragen, genau, nicht Gerste, sondern Hanfeiweiß. Ja, habe ich Gerste gesagt am Anfang? Ich hoffe nicht. Na, auf deine Gerstenkaltschale spekuliert. Ja, das war wie, ach Mensch, siehst du, ja, nee, müssen wir auspiepen auf jeden Fall. Nee, das ist tatsächlich Hanf. Also. Ein wunderbares Gewächs übrigens, Hanf. Da kann man nicht nur Hosen draus machen oder irgendwelche Klamotten und sie brauchen oder so, sondern es ist eine unheimlich tolle Pflanze mit jeder Menge von Natur aus schon Nährstoffen. So, wir hatten gestern andersrum die Gläser. Ja, na gut, gerne, du. Ich nehme gerne diese. Bitteschön. Ich bedanke mich. Nee. Und eine wirklich super Pflanze. Und da muss man halt nichts zuführen, sag ich mal, als irgendwie künstlich. Irgendwelche Vitamine oder was weiß der Teufel. Das ist halt von Natur aus schon in diesem wunderbaren Gewächs drin. Und das war mir halt wichtig, wenn ich schon, ich sag mal jetzt irgendein Präparat nehme, dass es wirklich natürlich ist, möglichst natürlich. Ich habe gehört, dass das Hanfsamen, du meinst, du sprichst ja von Hanfsamen. Ja, genau. Eigentlich das proteinhaltigste Lebensmittel oder überhaupt ist. Und es wird so gesagt, und dass es auch ganz, ganz viele Nährstoffe enthält. Genau. Und es wird so gesagt, dass Buddha ein Jahr lang sich nur von Hanfsamen ernährt hat. So, der muss es ja wissen. Das blöde Telefon. Ja, genau. Also ich habe heute leider meine Hanfkugeln, die sind jetzt ausgegangen. Ja. Gestern hatten wir sie noch. Das aber ein paar mitgegeben leider, noch, ja. die ganzen Reste mitgegeben. Ja, dann zum Wohl. Die Sendung, zum Wohl. Ja, jetzt trinken wir uns den Frust weg. So, was spielt der? Achso, ja, genau, Smoothie. Genau. Smoothie für eine Rolle bei dir. Ja, Smoothie, das ist im Prinzip das Rezept, was ich auch bei diesem 6-Stunden-Treppenlauf-Weltrekord halt zu mir genommen habe. Ich glaube, ich hatte nur statt des Wassers, was ich normalerweise mache, hatte ich für den Treppenlauf halt Sojamilch genommen. Vanille-Sojamilch, die hatte ich dann noch mit reingekippt. Mhm. Weil das dann noch ein bisschen kalorienreicher ist und so. Aber ansonsten trinke ich halt dann so was. Ich mache etwas im Studentenfutter halt rein, ein bisschen Wasser, je nachdem wie ich die Konsistenz wähle und dann im Allgemeinen 2 Bananen noch mit rein. Also ist ja wirklich gar nichts weiter, keine große Kunst. Und da kriegst du deine ganze Nährstoffe? Ja, nehme ich ja nicht nur von Smoothies. Aber was isst du denn sonst noch? Nein, ich bin so ein spontaner Typ, ich höre da wirklich auf meinen Bauch, also wozu ich dann gerade so in dem Moment halt Lust habe, Lust verspüre. Ich bin der Meinung, dass uns der Körper schon genau sagt, was er jetzt gerade so will. Hat er gerade Lust auf ein leckeres Brot, auf eine Scheibe Brot oder will er jetzt eher frische Gemüse, frisches Obst haben oder vielleicht ein paar Nudeln, ein bisschen Reis. So mache ich das eigentlich immer. Und ich versuche halt auch nur zu essen, wenn ich auch Hunger habe. Also wenn, kein Heißhunger, aber schon Appetit muss ich zumindest haben. Also ich bin niemand, der sagt, Mensch, gerade im Bodybuilding-Bereich gibt es dann halt so Extreme, da heißt es, du musst alle 2 Stunden mal zu dir nehmen, sonst hat deine Muskulatur, dein Körper nicht zu verbrennen, keine Nährstoffe. Das mache ich überhaupt nicht so. Also ich kenne das ja so, dass Extremsportler, und das, ich meine, werden wir da gleich noch drauf
zurückkommen. Einen Teil hatten wir gestern schon. Mhm. Ich kenne das so, dass die alle einen Ernährungsplan haben. Und naja, meistens hier Brot, Fleisch und so weiter. Oder eben, weiß nicht, so Pulverzeugs und alles. Mhm. Aber du hast ja dieses, du hast eigentlich nur diesen Hanf. Ja, und das nehme ich noch nicht mal jetzt irgendwie super regelmäßig. Ich hatte mir mal so ausgedacht, Mensch, dreimal am Tag könntest du das nehmen, dann hast du so ungefähr, was die so Wissenschaftler so sagen, dass du ungefähr diese deine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweißzugabe hast halt. Aber daran halte ich mich in seltensten Fällen und ich sehe ja, dass der Körper, also der hat keinen Mangel. Also ich bringe die Leistung, die Muskulatur wächst und von daher, warum soll ich jetzt anders handeln nach irgendeinem strikten Plan? Ich bin halt ein Mensch, der viel spontan macht, auch ernährungsmäßig und ich denke mal, so gewisse Basics, an die sollte man sich halten, wenig Zucker, wenig Salz, eine vegane Ernährung. Ich denke mal, das reicht schon. Möglichst frisch, nicht so viel kochen, nicht so viel zerkochtet, nicht so viel tote Lebensmittel, genau. Dass du so wirklich auf deinen Bauch hörst. Ja. Also sag mal, hast du irgendwie ein anderes T-Shirt an heute? Ja, natürlich. Das andere war ja vorher spitz, weil wir ja gelacht haben und so. Ja? Das konnte ich dir nicht anbieten. Nee, das sah anders aus, ja. Ich hab ein so schlechtes Gedächtnis. Nee, ist aber richtig. Das ist auf jeden Fall. Das war ein anderes. Ja, blau. Ich mag T-Shirts, ja. War das blau? Nee, da war doch hier dieser Maulwurf drauf, hier dieser weiß tschechische, was? Tschechische Maulwurf, wie der heißt, der Maulwurf. Ja, ich mag so T-Shirts, bin so ein T-Shirt-Typ hier. So, und das, also ich hab, als ich so, du postest ja sehr viel und erzählst viel über dich. Und wenn ich immer so deine Smoothies gesehen habe, hast du ja auch mal so gepostet. Ja, genau. Da habe ich so gedacht, da ist jetzt nun sonst was wahnsinnig Tolles drin. Ja, da ist Studentenfutter und ein paar Bananen. Ja. Und Sonnenwasser. Ja, da sind doch manchmal im Sommer sind da auch dann Erdbeeren drin oder ich mache mal einen Apfel mit rein. Ja, aber toll, das ist eigentlich so die Grundlage. Das ist, weil es so tierisch. Ja, das ist halt so einfach herzustellen. Das ist halt, warum nicht tierisch? Stimmt. Warum eigentlich nicht tierisch? Stimmt, dann ist spontan noch nicht tierisch gesagt und wollte mir gerade auf die Zunge weisen. Nee, ja, tierisch nicht. Einfach kann man ja eigentlich, ja, genau. Ja. Und Tiere sind ja einfacher als Mensch. Schweine megamäßig geil halt so, ja. Ja, und einfach klüger als Menschen. Das auf jeden Fall, das kann man wohl so stehen lassen, ja. Oder enden. Ja. Gut, dann... Soll ich mal mixen, oder? Aber das wird... Wie wird das laut? Sehr laut, ja. Also das ist natürlich so ein Mixer, der muss ja erstmal sich durch die Nüsse da wühlen und ja. Naja, gut, okay, wie lange braucht das? Ach, das ist eine Minute, 2 Minuten. Mal gucken, warum man nicht so viel auf den Nüssen beißen. Okay. Ja, vielleicht geht's ja. Soll ich? Ja, okay, ja, ich bin gespannt. Ja, gut, das ist ja kinderleicht, wie gesagt. Also ich habe vor allen Dingen auch Hunger. Ja? Du hast Hunger, naja, dann werden wir erstmal der Vorspeise beginnen. Ich finde es ja von der Konsistenz her so mittelflüssig, vielleicht fast breiig. Mal gucken, so, dass man es noch trinken kann. 2 Bananen. Eigentlich sollten die Bananen ein bisschen bräunlicher sein, aber ich habe leider keine mehr gefunden, die ja irgendwie noch so möglichst reif, dann haben sie volle Süße und den vollen Nährstoffgehalt. Haben sie nicht mal ein paar gammelige Bananen? Ja, na, die schmeißen sie wahrscheinlich nicht weg. Ich kann mich immer beschweren. Diese... Naja, na, der Verbraucher will ja irgendwie, es muss ja immer alles aussehen wie ist aus dem Eierfeld. Ist die etwas gammlicher als die andere? Also kann sein, ja. Oder, achso, wenn man sich jemand draufsetzt oder so, ändert sich so ja, schnell. Oh ja, so. Du hast richtig... Ah, da ist ja gut. Oh, sehr, ja, eine... Meine Töchter würden sich übrigens sehr freuen über solche Stellen. Ja, ehrlich, die ganz lieben das, ja. Ey, also. Siehst du, dann hast du aber wirklich ungemein tolle Kinder. Aber die etwas sarkastisch. Ich glaube, die meinten. Ich hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ich glaube, das kommt später, ja, wenn sie dann Student sind. Ja, aber genau, und darauf zurückgreifen müssen, ne? Wenn wir sagen, Mensch, den Unterricht ja doch nicht für neue. So, ich glaube, dann können wir mal los. Der Deckel muss immer fest sein, sonst haben wir hier ein paar Spritzer an. Gut. Wollen wir mal loslegen, ne? Machen wir los. Okay. Ja.
So. Ja. Oh, Tinnitus war ein bisschen. Sehr schön laut. Was? Tinnitus. Was? Tinnitus. Tinnitus? Das ist so, ja, ist komisch, das ist so oder? Rauschen, ja? Also. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nervig. Aber dafür haben wir, können wir sicher sein, dass der wirklich zu spät. Ah, na, jetzt mal gleich an die Mickey-Mäuse denken können. Mickey-Mäuse nennt man die, wusstest du das? Mickey-Mäuse, Mickey-Mäuse sagt man. Mickey-Mäuse? Ja. Ja, weil man dann, wenn man die offen aufsetzt, dann hat man halt so Mickey-Maus-Ohren. Also ich könnte das nicht. Wieso? Mickey-Maus-Ohren. So. Wie, du kannst nicht. Gut. Ja. Ja, wann, ja. Der sieht anders aus als gestern. Echt? Der sieht besser aus. Ja, da gestern war sehr viel Wasser drin. Ja, das stimmt. Naja, weil ich dachte, unsere Zuschauer wollen noch ein bisschen was trinken, aber heute haben ja keine Zuschauer. Du bist so spontan gekommen, dass ich keine Zeit mehr hatte zum Abwaschen. Ja. Oh, da ist ja keine Kerze mehr drin, oder? Nö, natürlich. Ach du, ist ja alles gut. Ein Kerzenglas, guck mal, was cool, ist ja, hier. Wie toll. Ja, ich nehme dafür die Blumen. Nicht aus dem Kerzen. Ich nehme die Blumenhäuser dafür. Ja. Oder nimmst du die Blumen? Ja, du, gerne. Könnt ihr noch ein Blümchen reinstellen? Ja, du, das essen wir da auch mit. Eine schöne Rose oder so. Ich esse Blumen. Ja. Habe ich okay. So schon gemeint. Also, ja. Wieder anstoßen. Ja, mal auf die Sendung. Ja. Echter Griesmeier. Ja. Smoothie. Ja, mein Gott. Ja. Hm? Hm. Oh, lecker. Hm. Sehr, also die Studentenfutter, das ist eine gute Idee. Heute ist ja sehr, sehr sämig. Stimmt, gestern war er sehr flüssig. So ist er eigentlich, so mag ich ihn auch am liebsten. Dadurch, dass wir noch jetzt, weiß ich nicht, 2 Minuten gemixt haben da, irgendwie ist der auch so ein bisschen warm noch geworden. Also ist auch sehr gut cremig. Verdaulich dadurch, natürlich. Schon fast schon Körpertemperatur. Jetzt einen Cognac reinmachen, dann hast du den schon einen Dreh. Oh, da hast du aber natürlich durch den Alkohol schon wieder jede Menge Müll für den Körper. Ich sag oder mal. Wie ist das schon Dreh? Ja, dieses Cremezeug. Eierlikör? Nee, Quatsch. Baileys meinst du? Baileys. Ja, 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 meine Mom so. Wir haben Baileys. Ja. Ja. Hm. Schmeckt doch so, wie es aussieht. Also kann man auch so sagen, ne? Du machst jetzt also wieder Kraftsport. Jetzt ist hast wieder du Kraftsport. Nicht gemacht. Und ich habe ja, ich habe gesehen, du hast als Kraftsportler angefangen, als Bodybuilder. Ja, genau. Ja. Sollen wir mal zeigen, wie das so ausgesehen hat? Ja, kommen wir ja. Ja. Ich habe nämlich im Internet Bilder gefunden. Ja. Verdammt. Ja, doch ist so. Da war gestern das Lachen von dem Publikum natürlich dazu. Ja, das war auf jeden Fall. Ja, ja. Aber nicht bei dem Foto, oder? Nicht bei dem? Nee, das war so ein spezielles. Ach, das hatten wir ja, stimmt. Nee, das war das. Ah, das haben wir schon abgehandelt. Oh, ja, aber heute mache ich es mal. Heute mache ich es mal. Oh, ja, das sieht ja sehr martialisch aus, ne? So mit Haaren. Also, ich finde tatsächlich, hat ja auch mal Haare. Ja. Hm? Ja. Also, höher vielleicht noch. Ja. Sehr gut. Ja, du meinst. Vielleicht noch. Das war lustig. Oh ja, das war. Das hier, ja. Ja, das war extrem lustig, ja. Ja, das war da. Ja, da waren wir auf dem Weg von Berlin nach Frankfurt. In Frankfurt fand diese deutsche Meisterschaft im Bodybuilding statt und unser Trainer, der machte immer mal ein paar Pausen mit uns und der wollte immer mal gucken, wie unsere Beine aussehen. Da mussten wir dann halt auf so einem Rastplatz dann unsere Hosen runterlassen und unsere Beinmuskulatur anspannen und anhand der Einschnitte hat er halt gesehen, wie unser Wasserhaushalt gerade so beschaffen ist und ob wir irgendwie Wasser, ein bisschen Wasser trinken dürfen, ob wir irgendwelche Nährstoffe zu uns nehmen sollen und so. Das heißt, du hast das schon richtig professionell quasi gemacht? Ja, macht eigentlich, oder? Ja, muss man eigentlich schon, weil du musst ja erstmal den Körper irgendwie so. Na, ich meine, das ist den Kraftsport. Ja, was heißt professionell, aber. Ja, im Kampf-Bodybuilding musst du sowieso, du musst extrem natürlich auf deine Ernährung achten, wie halt, gerade so auf deinen Wasserhaushalt, Salzhaushalt und dass du deine Haut überhaupt so dünn kriegst, dass diese Muskulatur, diese Muskelteilung halt zum Vorschein kommt. Ne? Ja. Du hast also richtig an Wettkämpfen teilgenommen, wie lange war die Zeit? Ach, das war eigentlich eine kurze Zeit, also ich habe eine Saison lang. Also ich habe eigentlich nur an 3 Wettkämpfen teilgenommen. Das war mal zur Vorbereitung so in Bayern irgendwie ein Wettkampf.
den dritten Platz belegt habe. Dann bin ich zur Berliner Meisterschaft, dort habe ich den ersten gemacht auf Anhieb. Und dann im selben Jahr noch die deutsche Meisterschaft und da bin ich dann Fünfter geworden. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich so ein bisschen die Nase voll. Weil dieser Sport war mir eigentlich schon als Wettkampfsport, man darf ja nicht vergessen, diese Diätphase ist natürlich für den Körper extrem hart, weil du ja natürlich, du hast halt so eine Phase, wo du halt wenig Flüssigkeit zu dir nehmen darfst, weil wenig Salz und weil Salz halt auch viel Flüssigkeit bindet, die Haut dann dementsprechend dicker wieder ist, dann die Muskulatur nicht so gut zu sehen ist. Und dann bist du halt sehr abhängig von Kampfrichtern, die dann halt sagen, Mensch, nee, deine Oberschenkelmuskulatur passt nicht zu deinem, Schulterbreite, der Latissimus, der linke ist unterschiedlicher als der rechte. Das sind halt so, das ist so, ich denke mal, so ein bisschen wie im Eiskunstlauf, wo dann irgendwelche, wo man denkt, Mensch, naja, aber war doch auch trotzdem toll und dann stehst du da auf so einer Bühne und für eine Minute machst du halt dein Posing und das ist halt so eine Fleischbeschau, so eine Extreme und ich denke mal, war nicht wirklich so mein Ding. Ich habe eigentlich, diese Training habe ich geliebt, halt so den Körper zu fühlen und das fand ich halt immer ganz schlimm. Genau, im Bild. Ja, genau, das war in so einem Aufwärmraum, kurz bevor ich dann auf die Bühne musste, mit meinem Trainer dann damals. Ja, naja, das ist dann halt, da schmiert man sich halt mit so Bräunungscreme ein, vorher macht man Solarium, Bräunungscreme, ja, kurz vor dem Wettkampf kommt dann noch so eine Art Theaterschminke rauf, damit es halt extrem dunkel wird halt. Weil du wirst ja angestrahlt von diesen Scheinwerfern, sieht man hier ja auch, und würdest du jetzt nichts nehmen, dann wirst du halt extrem weiß aussehen. Man würde fast von der Muskulatur nichts mitkriegen. Aber dadurch hast du halt diesen wunderbaren Schatteneffekt auch so. Man sieht halt diese Teilung extrem gut. Und das ist halt wichtig für diese Kampfpunkterichter, weil du bist ja, ich finde das einen sehr, sehr ästhetischen, anspruchsvollen Sport. Ja, ja. Also ich sag mal so, ich bin froh, dass du was anderes gemacht hast dann. Ja, und das ist halt sehr im Verruf der Sport, ne? Speziell um so eine Muskelmasse dann, also die Muskelmasse, die ist noch, sag ich mal, mit normalen Mitteln aufzubauen, wo noch mit normalen Mitteln, sag ich mal, aufgebaut. Hast du wirklich mit Anabolika und also ich mach da auch kein Hehl draus, also in der Phase, gerade weil ich auch mit dem Trainer zusammengearbeitet habe ich mal zwei Kuren gemacht in meiner ganzen Laufbahn. Also ich habe mit 14 angefangen Bodybuilding und habe dann nachher, ich glaube, da war ich so 20, da habe ich dann mal zwei Kuren gemacht. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass es nicht wirklich jetzt irgendwie für mich so diesen Effekt hat, wie sie immer alle sagen. Ich glaube, ich habe da auch so ein Billigzeug genommen, das war einfach, wahrscheinlich hätte ich irgendwelche Smarties essen können und hätte mir einbilden können, da explodiert jetzt seine Muskulatur irgendwie. Also der Effekt war für mich nicht so positiv wie für, wahrscheinlich habe ich vielleicht auch das falsche Zeug genommen, bin auch ganz froh. Ich bin ja froh, ich habe ja zwei so eine Kinder auf die Welt gebracht, dass ich da keine nachhaltigen negativen Sachen da irgendwie. Du lebst mit deinem, oder ich sag mal, wir teilen uns das los. Ich wollte dich heute auch mal erzählen, ich habe es ja gestern, es ist ja weg gestern. Ja. Ich bin auch schon mal gefragt worden, wer ist denn hier Pia und Lena? Das sind meine Töchter, 10 und 12 Jahre alt, die nicht bei mir leben, aber wir verstehen uns natürlich, wir lieben uns sehr und ich fahre auch sehr oft hin. Verstehe mich auch, es war auch eine Trennung ohne Streit und Schmerz, wir hatten das große Glück. Ja. Aber weil ich sie eben sehr vermisse, sind sie auf diese Weise hier. Aber ich wollte sie eigentlich nur ganz kurz mal hinhalten. Ich habe sie jetzt dran geklebt. Ich werde sie irgendwann auch mal abmachen, weil die. Naja, also wenn ich nächste Woche fahre ich hin und danach, was ich sagen. Aber erzähl mal von dir, weil bei dir hat das ja auch eine große Bedeutung gehabt. Ja, naja, ich denke, es ist ähnlich wie bei jedem Vater, der irgendwie dann. Irgendwie diese Vaterrolle hatte. Und wenn man die wirklich sehr, sehr ernst nimmt und auch. Auch lebt und diese Familiensituation halt auch liebt, so wie das in meinem Fall halt auch war, dann ist es schon irgendwann ein riesen Einschnitt im Leben, wenn dann auf einmal diese Trennung halt vollzogen wird, also du die Kinder dann halt nicht mehr regelmäßig sehen kannst, weil dann halt, weiß ich nicht, die 400 Kilometer entfernt von dir halt wohnen.
Und da im Sehen halt schwierig ist, ne? Das ist ja klar. Die leben ganz in der Nähe, wo meine Kinder. Ja, genau, das hat sich dann auch herausgestellt. Vielleicht ja. Machen wir mal eine Fahrgemeinschaft. Ja, naja, genau, das würde mal zusammen vielleicht, ja. 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 Aber. Ja, naja, klar. Und was ist dann passiert mit dir? Also bei dir war die Trennung ja nicht so leicht, sag ich mal, wie bei mir. Bei dir war sie schwerer. Ja, bei mir, ja, weil meine Ex-Frau ist auch gleich mit den, also relativ schnell mit den Kindern ausgezogen und gleich aus Berlin weg. Und das war dann schon so, ja, natürlich dieser Einschnitt. Und da stellte sich für mich dann schon die Frage, Mensch, wie geht es jetzt weiter? Traust du da jetzt ein Leben lang hinterher? Kämpfst du dagegen an? Bemühst du irgendwelche Anwälte? Gehst zum Jugendamt? Trinkst du öfter mal einen Kasten Bier oder weiß ich nicht, versuchst du das irgendwie mit Drogen oder ich weiß nicht, du wirst jetzt Penner oder obdachlos oder weiß ich auch nicht, verlierst du deinen Halt einfach in der Gesellschaft oder sagst du dir einfach, Mensch, ja, Leben in der Lage, mach weiter, such dir eine neue Aufgabe, pack dein Leben an, du musst ja auch trotz alledem, obwohl du die Kinder oder jetzt sag mal nicht mehr so regelmäßig Papa sein kannst, also diese Rolle bekleiden kannst, geht ja das Leben weiter. Du musst ja auch, man muss ja Unterhalt zahlen, du musst ja berufstätig bleiben, du musst ja einfach noch im Leben bleiben halt und ja auch funktionieren. Und ich habe einfach immer auch das Vertrauen gehabt, dass irgendwann sich schon was ergeben wird, dass da das halt praktisch auch als Chance gesehen für mich. Ich hatte ja auf immer riesig Zeit für mich. Ich hatte nicht mal zwei Kinder, wo ich, Mensch, ja, den muss ich da vom Training ab, dann da noch hin und ach Mensch, ja, und hier und da und auf einmal kam ich von der Arbeit und war alleine. Wie oft siehst du denn die Kinder denn? Naja, momentan ja nicht mehr. Also meine Kinder, die haben irgendwann gesagt, denen ist das einfach zu stressig. Auch immer diese Trennungsarien, wenn man dann halt mal am Wochenende miteinander verbracht hat, dass die dann halt auch, ich hatte mal das Gefühl, das waren Leiden auf beiden Seiten und meine Kinder, die haben irgendwann dann auch mal für sich entschieden, Mensch, nö, wir wollen als Papa, das bleibt zwar unser Papa, denke ich mal, das wird ja auch so bleiben, aber momentan passt das nicht so in unser Leben und wir telefonieren regelmäßig, rufen sie regelmäßig an und wir haben auch so einen super Kontakt eigentlich und einen offenen Kontakt, aber halt, wir sehen uns nicht so, das ist, ja. Wie schwer fällt dir das? Na, jetzt mittlerweile nicht. Ist okay. Du hattest eine Zeit, wo es dir sehr schwer gefallen ist. Auf jeden Fall, genau. Also ich hatte bestimmt 2 Jahre damit zu tun, sag ich mal. Das ist gut nachvollziehen. Genau. Und dann, komischerweise, nach den 2 Jahren, als mir dann einigermaßen so, als ich das ganz gut verarbeitet habe, mich dann auch sehr gut gefangen habe, sag ich mal, kam dann diese Lauferei. Ich war dann auch natürlich immer noch im Studio gewesen, habe da mein Training gemacht. Das war mir halt auch immer wichtig, dass ich immer körperlich fit bleibe, also nicht extremsportmäßig, das ging eigentlich 2008 erst los, sondern so halt für mich so, dass ich diese Fitness halt spüre. Ich bin halt Mensch, ich brauche diese Körpergefühl, ich muss mich halt wohlfühlen, ich muss meinen Körper spüren. Und 2008 ging es dann halt los, wo ich dann irgendwie auf dem Laufband stand im Fitnessstudio und dachte, Mensch, ist ja geil, coole Bewegung, macht doch Spaß und so. Und das habe ich dann eigentlich nach jeder Trainingseinheit so gemacht, also regelmäßig dann. Und dann waren auch unheimliche Steigerungen drin, von einer halben Stunde dann auf eine Dreiviertelstunde ohne Probleme. Der Puls, wurde immer niedriger und ich habe immer weniger geschmitzt, habe halt gemerkt, wie sich der Körper umstellt, wie das Kapillarsystem sich ausbaut, wie auf immer Adern an Stellen da aufgetreten sind, die habe ich im Bodybuilding nie gehabt. Das ist, dieses Kühlsystem des Körpers, das ist halt total aufgebaut worden und so und unwahrscheinliche Sachen sind da so passiert durch dieses Laufen. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, Mensch, dann gehst du einfach mal in so ein Studio und gehst jetzt draußen laufen, hier in so einer stickigen Halle halt und hab das dann gemacht, bin dann draußen laufen gewesen und da war es dann noch phänomenal, weil ich laufe unheimlich gerne in der Natur. Habe eigentlich auch immer naturnah gewohnt, obwohl ich da in Berlin wohne, ist das halt natürlich hier in Berlin auch möglich, durchaus im Grunewald zu laufen und so oder im Tegeler Forst und habe das halt gemacht und habe dann auch riesige Leistungssteigerungen gehabt und bin im Prinzip bin ich 2008, bin im selben Jahr noch meinen ersten Marathon gelaufen, in einer Halle so im Prinzip fast barfuß. Also ich habe keinen Laufschuh genommen. Du schleppst ja auch ein wahnsinniges Gewicht mit dir rum, ne?
Ja, ich bin relativ schwer für den Läufer, ja, gewesen, genau. Also das war, ja, da. Deswegen konnte ich auch nie die Zeiten so erreichen, wie jetzt vielleicht jemand, der 20 Kilo leichter ist. Na, aber die Ausdauer ist ja unglaublich. Na, die ist aber, wir sind ja von Natur, sind wir, ja, wie schwer oder leicht wir sind, sag ich mal, sind wir ja laufende Wesen, sag ich mal. So ich, ja. Also durchaus. Und sie geht doch ziemlich schnell, wenn man das relativ regelmäßig macht. Ja. Dann ist das, ohne dass man da großartig jetzt viel beachten muss. Das macht der Körper wirklich von alleine relativ schnell, dass er diese Riesenkondition auch aufbaut. Und dieses Laufen, das ging nach der Trennung direkt los? Nee, das Laufen 2006 war die Trennung, dann bin ich halt normal ins Studio gegangen, hab meinen Job gemacht und hab sehr viel an mir selber gearbeitet, an meinem, nicht nur mit meinem Körper, sondern auch an meinem Geist, an meiner eigenen Entwicklung halt. Das war so vielleicht die Jahre über so ein bisschen auf, wo ich halt die Zeit nicht zu hatte, weil ich mich halt viel auch um meine Familie gekümmert habe und so. Um halt diese alltäglichen Dinge, die man halt auch so als Papa macht und so. Und und kam dann auch so ein bisschen an den Buddhismus, hab da so ein bisschen dran gerochen und fand auch Meditation toll. Und hat auch so überhaupt mein Geist auch so geschult in dieser Phase dann halt, dass ich dann halt auch mal bei mir bleiben konnte und nicht immer Probleme als wirklich Problem sehen musste und das alles immer an mich ranlassen musste, sondern halt auch gelernt habe, dass das nicht wirklich. Man macht ja erst ein Problem aus dem Problem, vermeintlich ein Problem, wenn man da wirklich dieses als Problem so sieht und als, als Mauer. Das mache ich halt nicht mehr. Das sind für mich halt, schönen Dank übrigens, das sind für mich halt, sag ich mal, Aufgaben, die das Leben mir halt stellt. Davor renne ich halt nicht weg, sondern gehe die an, versuche die halt zu lösen und habe bis jetzt eigentlich immer nur eine gute Lösung gefunden, wo ich mich halt auch wohlfühle. Und, ja, und diese Extremlauferei ging 2008 erst los. Da war dann so dieses Laufen, das war so wie so eine Eingebung. Ich stand auf dem Laufband und auf einmal wusste ich, das ist für die nächste Zeit genau dein Ding. Und so habe ich das dann auch angepackt. Ich habe das so ein bisschen an Forrest Gump erinnert. Naja, ja. Als er dann losgelaufen ist und einfach nur gelaufen ist. Ja, ich glaube, das war auch inspirierend für mich. Genau, ich kenne ja natürlich wie viele von uns hier auch diesen Film und diese Szene. Natürlich ist mir bekannt. Das gemacht, nachdem seine Mutter gestorben ist. Ja, genau. Ja, ne? So traumatische Erlebnisse, die dann Menschen oftmals. Übrigens, viele Extremsportler sind eigentlich erst Extremsportler geworden, durch traumatische Erlebnisse, um das halt zu verarbeiten. Und man kann durch körperlichen, also durch Sport, kann man durchaus, ich sag mal, sich selber therapieren, sag ich jetzt mal. Ich möchte es mal nicht so unbedingt als Therapie bezeichnen, aber hört sich vielleicht so ein bisschen krass an, aber wenn man das mal genauso analysiert, ist das eigentlich eine Art Therapie. Was sehr, sehr positiv. Mit seinem Körper zu arbeiten, Körper und Geist zu schulen, ist wirklich eine super Sache. Also, hattest du ein traumatisches Erlebnis, mit dem du zum Bodybuilding gekommen bist? Nö. Ach doch, vielleicht. Naja, natürlich. Ja, jetzt wo du das ansprichst, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, ich hatte damals in der Oberschule so eine Situation gehabt. Schönen Dank, wie es geht. Sieht sehr, sehr schmackhaft aus. Probier erst mal. Ja, ich will ja mit vollem Mund, wisst ihr. Ich mach mal nur so ein bisschen, also das jetzt mal so ein bisschen zur Erziehung hier. Wir müssen Öle drauf machen. Bitte? Wir müssen Öle drauf machen. Findest du? Nee, ja. Ich würde jetzt gerne so. Mach mal Erdnussöl drauf, das ist der total. Ja. Na, ich bin so ein Typ, ich mag lieber die Speisen so, wie sie halt so, dann möglichst wenig Gewürz, so in diesen Eingeschmack. Ja. Also mir reizt. Übrigens super konsistent, dieser Kartoffelbrei. Nee, wo war ich stehen geblieben? Traumatisches Erlebnis. Und zwar in meiner Schulzeit, Oberschulzeit, da wurde ich mal aufgelauert von so einer Gruppe älteren Jugendlichen. Und die haben mich tierisch vermöbelt von der Schule. Das war halt so, ich war von Natur aus halt ein sehr, sehr dünner Mensch, dünner Junge, halt sehr leicht und hatte aber schon immer meine große Klappe und habe mich da manchmal so ein bisschen verrannt vielleicht auch. Jedenfalls kam es zu dieser Klopperei, sehr einseitig halt. Die Großen auf den kleinen Micha halt. Und ich bin dann nach Hause gekommen, sah dann komisch aus und völlig eingebeult. Und meine Eltern, oh Mensch, Ja, und hab dann auch gesagt, Mann, ey, was willst du denn? Willst du jetzt jeden Tag mit deinen Eltern zur Schule, weil du jetzt halt Schiss hast, dass du wieder auf die Nase kriegst? Hab ich gedacht, du musst dann hier arbeiten. Du bist ja, hab ich mich im Spiegel betrachtet, hab gedacht, Mensch, das
Vielleicht musst du nur ein bisschen muskulöser aussehen und dann geht das schon wieder und dann steigt vielleicht dein Selbstvertrauen, keine Ahnung, und habe halt schon so in diese Richtung gedacht. Mhm. Und dann habe ich mir zwei Kurzhanteln schenken lassen, habe mir in Berlin gibt es so einen Bücherbus. Der ist voller Bücher, da kann man dann so mit so einem Stadtbüchereiausweis sich Bücher ausbauen. Und der kam immer montags und dann bin ich da montags hin und habe mir so ein schwarz-weiß Bodybuilding-Anleitungsheft da irgendwie besorgt. Mhm. Und da waren dann die Übungen beschrieben und ja, wie die Muskeln überhaupt heißen. Und das war halt im Alter von 14. Habe mir dann auch so Bodybuilding-Zeitschriften geholt und habe mich total, ja, fand diesen Sport einfach faszinierend. Hab dann auch relativ schnell Erfolge gehabt, die in der Klasse, die haben schon gestaunt, Mensch, der Griesmeier, wie sieht der denn aus? Na, der passt ja nicht mehr an seine Tonhose. Und ich wurde seitdem wirklich nie wieder angefasst. Also seit ich 14 war, hatte ich auch deinen Berufswunsch damit zu tun, oder deine Berufswahl besser gesagt? Nein, ich denke, ich bin ein beschützender Mensch auf jeden Fall. Ja. Mhm, genau. Kommt da dann auch das her? Dass du ja Tiere oder dass du dich für Tiere einsetzt? Mhm. Oder ist das was kommt das woanders her? Also wirklich aus dem Menschsein? Bestimmt aus dem Menschsein, ja. Aus dem Menschsein, weil ich hatte ja dieses Bewusstsein überhaupt nicht. Ich habe mir eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht. Also wenn ich jetzt einen Schnitzel esse oder beziehungsweise eine Putenbrust in Streifen schneide, dass das ja wirklich ein lebendes Tier ist und dass das auf eine grausame Art und Weise gemästet wird und nie Sonnenlicht gesehen hat und unter erbärmlichsten Bedingungen halt sein Leben fristet, bis es dann irgendwann genauso erbärmlich halt niedergemetzelt wird, da habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht. War der Film dann nur noch wirklich das Auslösende? Oder wenn du sagst, du hast hier keine Gedanken gemacht, war es ja vielleicht schon trotzdem da? Genau, stimmt. Ja, aber es ist schlimmer, richtig. Das heißt, der hat dann das nur noch gesprengt, wahrscheinlich, was vielleicht sowieso schon. Weil viele wissen das ja, mit den Tieren, denen ist das egal. Ja. Gibt es ja auch viele. Richtig. Die, ja, es ist ja auch so, natürlich. Leider, ja. Aber ich denke, da fehlt dann die Motivation, wirklich sein Leben umzustellen. Meine Umstellung ist natürlich. Ich gehe dann nicht mal zu Lidl kann dann nicht mehr so einfach hier mit Kumpels dann halt grillen und sagen, Mensch, ja, hier, hau mir noch einen Schnitzel drauf und ja, bitte ein bisschen krosser und den kann nicht mehr ins Steakhouse einfach so gehen und mir da irgendwie ein Filetsteak bestellen oder so. Das ist nur, bist natürlich, gesellschaftsmäßig bist du schon so, ja, ich sag mal so, leicht am Rand so. Du bist ja nicht mehr der in Anführungsstrichen Normale, so wie die Gesellschaft halt momentan noch tickt. Das ist dann schon nicht schwierig. Ich denke mal, das ist auch das Problem. Vielen Menschen fehlt die Alternative, ja, ernährungsmäßig. Ja, deswegen. Und dieses Vertrauen, dass es ohne Fleisch auch wirklich geht. Und da sind ja Leute wie ich oder wie Patrick. Ja. Es gibt ja so viel, es gibt ja mittlerweile schon einige Sportler, die wirklich vegan. Er kommt auch bald. Super Leistung haben, ja, super. Ja, Patrick. Super, super, freue ich mich schon. Ja, und was ja auch mal so war, ist, Veganer haben ja bis heute immer noch den Ruf. Nicht gerade sensibel oder rücksichtsvoll zu sein oder missionarisch aufzutreten und richtig Hardcore-Veganer zu sein. Aber das ist ja eigentlich seit zwei Jahren, wandelt sich das ja völlig. Ja? Mhm. Es sind also ganz normale Menschen, also Durchschnittsmenschen werden vegan. Mhm. Ich kenne also einen Geschäftsfreund von mir, ist vegan geworden. Super. Der ist über 60, oder? Also ich kenne wirklich Leute, die vegan. Super Gewürzchen. Schön. Ja, das ist. Weißt du, was das für ein Öl ist? Das habe ich mal. Ich habe mal aus Versehen an Radicchio Haselnussöl gemacht. Ich habe das verwechselt. Oh. Habe gemerkt, dass das richtig gut schmeckt. Ja? Schmeckt ja wirklich gut. Also Haselnussöl an Radicchio. Probiert das mal. Kann man empfehlen, ja, wirklich. Ja. Und du müsstest eigentlich noch das Erdnussöl an den Kartoffelbrei machen, weil es schmeckt so. Ja, dann probiere ich nicht mal. Jetzt habe ich ja die Hälfte ohne Jelchen. Ja, okay, danke. So, was für noch mehr rein? Wo war ich jetzt? Geschäftsfreund, ne? Sagtest du. Ja, also dass immer mehr Durchschnittsmenschen vegan werden. Ja. Und was ich ja auch will, ich will wirklich zeigen, wie die Veganer wirklich sind. Weil dieser Ruf, der haftet an denen ja noch an. Aber der ist ja schon eine Geschichte, das ist ja Vergangenheit. Heute ist das überhaupt nicht mehr so. Das sind ganz friedliche Menschen. Ja, ja. Mit super Kräften.
Ja. Ich habe. Sich halt Gedanken machen. Ne? Wie ist das mit dem Erdnussöl? Super. Nee, das ist wirklich super. Aber das war die halt auch so meine. Du schmeckst halt nicht mehr so. Du hast nur die Konsistenz vom Kartoffelbrei und nicht mehr wirklich diesen Kartoffelgeschmack. Hm. Ja, also vielleicht habe ich ein bisschen viel drauf gemacht, aber ist auf jeden Fall eine Alternative, klar. Hm. Ich mag es halt so verschiedenes Zeugs drauf, zum Beispiel Mohnöl zum Beispiel. Ich weiß nicht, was passt? Mohnöl. Ach, Mohnöl gibt's auch. Ja. Ach, gib mal. Ja. Hm. Jetzt habe ich zu viel Erdnussöl schon drauf. Ja. Oder eben auch Hanföl. Ja. Hanföl ist auch was Leckeres. Na, Öl ist ja generell toll, ne? Ja. Eine Menge Nährstoffe drin. Erste Kalkpressung, richtig. Hm. Richtig gut. Ja. Okay. Haselnussöl noch. Oder Leinöl. Leinöl ist ganz schön mit Kartoffeln. Ja, also Leinöl ist auch eines meiner Hauptnahrungsmittel sozusagen. Ach doch, ja. Wegen dem Omega-3. Ich hatte mal einen richtigen Mangel. Also. Und ich habe richtig gemerkt, nachdem ich dann keinen Fisch mehr gegessen hatte, ich hatte dann richtig Erschöpfungszustände. Mhm. Das wirst du dann noch lesen, wenn du mein Buch liest. Da habe ich das nämlich beschrieben. Super. Ich habe eben gestern mal ein Buch gegeben, abends. Das ist natürlich auch nicht auf meinem Kanal. Mit Widmen. Ja. Und dann habe ich den Tipp bekommen, Omega-3, Leinöl. Und ich war richtig, richtig am Boden. Ich bin gar nicht mehr hochgekommen. Mhm. Richtig. Ich habe gedacht, ich habe eine Depression oder irgendwas. Dabei hatte ich nur Omega-3. Omega-3 ist eben sehr, sehr wichtig fürs Gehirn. Das Gehirn braucht das, um arbeiten zu können, richtig? Mhm. Dann habe ich dann erstmal am Wochenende, ich habe Leinsamen gefuttert, die wir im Schrank hatten. Ich habe mir dann am Montag sofort Leinöl gekauft. Und nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, waren die Erschöpfungszustände weg. Cool. Mhm. Ja, und dann seitdem mache ich, ich liebe das ja, Kartoffeln mit Leinöl, ja. Oder ich nehme auch mal einen Esslöffel, so. Weil das ist eben, wenn man keinen Fisch isst, sollte man Leinöl nehmen. Ja. Da ist einem am allermeisten drin. Es gibt noch Walnussöl, da ist weniger drin, aber na gut, okay. Oder du nimmst dieses Hanfeiweißprotein, weil da hast du Omega 3, 6 und 9 Fettsäuren von Natur aus drin. Ach, ist das? Da brauchst du gar kein Öl. In den Hanfsamen? Ja, ist drin, in den Hanfsamen. Mhm. Deswegen, also man muss noch nicht mal Öl konsumieren, wobei ich immer der Meinung bin, guck mal, wir ernähren uns auch wie Veganer, ich glaube. Wir ernähren uns teilweise wie zu kompliziert. Also wir versuchen immer an irgendwelche B12 Sachen zu denken, an da haben wir einen Mangel eventuell, da könnten wir, ich denke mal einfach aufs Bauchgefühl hören und gut, kann sein, dass ich vielleicht auch mal irgendwie einen Mangel verspüre oder so, aber ich denke nicht, dass das immer so notwendig ist, weil guck mal, es gibt doch Menschen in viel wesentlich ärmeren Ländern, die werden auch 100 und die haben eine wesentlich einfachere Ernährung als wir mit unseren ganzen Ölen und Präparaten und wir haben ja auch relativ, selbst im Discounter, denke ich mal, relativ hochwertige Nahrungsmittel, sage ich mal, relativ. Aber das sind ja so Sachen, finde ich. Kann man wirklich einen Mangel haben? Ich frage mich immer, ob das wirklich so ist. Also ich glaube schon, dass ich diesen Mangel hatte, Omega 3. Ja. Wie festgestellt mit so einer Blutanalyse? Natürlich, nein. Achso, du hattest für dich. Ich habe, das war. Warst du kein Doc oder? Nein, überhaupt nicht. Also zwei, drei Monate habe ich diese. Es wird immer schlimmer, ja. Ich habe immer mehr. Immer erschöpft, richtig die Depression. Dann hat ja praktisch dein Körper gesagt, Mensch, du hast einen Omega-3. Nee, ich habe davon erzählt, jemanden. Okay. Und der hat mir dann geraten, achte mal, prüf mal dein Omega-3. Ja, ja, klar. Oder iss mal Leinöl und sowas. Ja. Und da habe ich dann die Symptome gelesen vom Omega-3-Mangel. Mhm. Die passten genau zu dem, wie es mir ging. Und dann habe ich eben mit diesem Omega-3 innerhalb von Tagen, das war dann weg. Ja, und also das kann dann schon keine Einbildung mehr sein, weil so eine Depression, so ein Erschöpfungszustand, das ist ja, wenn man den dann durchs Öl wegbekommt, also das wäre, na gut. Mhm. Deswegen erzähle ich das auch mal gern. Mhm. Gibt es so weiter. Was ich dich vorhin fragen wollte, es gibt bei RTL so einen Ausschnitt, da hast du mal gegen einen, so einen Steakesser, der von jedem Steak, dass er isst, ein Foto macht, was er dann auch postet, ja, weil er so ein Steak-Liebhaber ist. Ja. Und du hast gegen ihn, bist du da gelaufen, Treppen hoch und runter und so weiter. Das glaube ich, er hat glaube ich etwas mehr geschafft als du, aber er ist, wie alt war er? Ja, gut, 16 Jahre jünger. Also ja gut, aber voll trainiert, ja. Ja, ja, er war auch schon sehr, sehr, er ist ein sehr super Sportler, sehr guter Sportler. Ja, ja, also
Mit dem Amateursportler. Man könnte auf jeden Fall sagen, dass man als Veganer auf jeden Fall mithalten kann, vor allem wenn man 16 Jahre, du bist jetzt 43, wenn man das umrechnet, dann hast du eigentlich mehr geleistet als er. Gut, ist egal. Was mich beeindruckt hat, ist eigentlich dieser Respekt zwischen euch, den man da, ich weiß nicht, ob der nur vor der Kamera war, also ihr, also es waren dann so in zwei Ausschnitten gesehen, einmal hast du was erzählt, okay, und dann hat er aber erzählt über Fleisch und das war schon, naja, ja, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und so weiter, was man so kennt. Ja, und hier, ja, ja. Ja, also ich könnte das nicht sagen. Und dann am Abschied und am Ende habt ihr euch richtig in den Arm genommen. Man hat richtig gemerkt, wie groß der Respekt zwischen euch war, die Freundschaft, vor allem Freundschaft, Freundlichkeit. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass du so einem Menschen dann so völlig unvoreingenommen trotzdem begegnest. Ja? Ist das. Ja, uns hat ja erstmal die Liebe an der Bewegung, am Sport verbunden. Ich hatte größten Respekt davor, dass er sich dieser Herausforderung gestellt hat. Ich meine, das ist ja nicht ohne, wenn man weiß. Er wusste ja, dass da ein RTL-Team vor Ort ist. Er ist auch professioneller Personal Trainer. Also er hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Das heißt also, für ihn ist das ja nicht ohne, wenn er da antritt und, sag ich mal, nach 10 Minuten die Treppe da runterfällt oder so. Das ist ja auch nicht ungefährlich mit 30 Kilo auf dem Rücken, sag ich mal. Relativ untrainiert, diese Laster irgendwie 20 Minuten rumzuschleppen oder eine Viertelstunde, wie lange das da gedauert hat. Und das fand ich halt sehr gut. Und gut, er hat jetzt vielleicht so seine Meinung über Ernährung und so, das mag ja sein, aber grundsätzlich ist er ja, ich sag mal jetzt, ein netter Mensch für mich. Also er ist jetzt nicht irgendwie. Also es gibt ja viele Veganer, die direkt, wenn jemand Fleischesser ist, direkt 80 Punkte Abzug. Naja, gut, aber das ist auch falsch. Also für mein Empfinden ist es halt nicht in Ordnung, weil wir versuchen ja alle irgendwie Menschen durch unser Vorbild halt Menschen dazu zu bringen, vielleicht zu überlegen zumindest. Irgendwie vielleicht mal nicht alle zwei Tage vielleicht zu essen oder jeden Tag, sondern vielleicht mal zu reduzieren erstmal. Zu gucken, Mensch, wie komme ich damit klar? Wie kommt mein Körper damit klar? Und aber so werde ich Menschen nicht bewegen, wenn ich sie ablehne, wenn ich mich noch nicht mal mit denen unterhalte. Oder wenn ich mich mit denen unterhalte, halt auf eine, sag ich mal, sehr ablehnende Art und Weise. Das merken Menschen natürlich. Auch wenn ich zu einem Menschen ganz normal, wenn ich das einfach mal ausklammere, dass der Fleisch ist, dass der von mir aus so, ich sag mal jetzt im krassesten Falle Schlachter ist, dann ist der Schlachter. Aber wie, ich habe ja nur die zwei Möglichkeiten. Ich kann ablehnen, ich kann eine absolute Ablehnung zum Vorwurfsvoll. Aber was kommt denn zurück? Da kommt, dann sagt der sich auch, na, typisch Veganer, ja, ist klar, dass der mich nicht leiden kann, ist logisch. Aber wenn ich jetzt zu dem auf den zugehe und sage, Mensch, na und alle klar, und das ja nicht zum Thema mache, sondern einfach mal gucke, wie ist denn der Mensch? Vielleicht ist das ein sanftmütiger Familienvater, ist sicher so, ja, und der verdient damit aber nun mal sein Geld, der hat vielleicht wirklich selber Gewissenskonflikte damit, weil ich denke mal, dieser Job, sage ich jetzt mal speziell in diesen Schlachtanlagen, das muss mörderisch sein, das muss die Hölle sein. Ich weiß nicht, ob man da die Rente erreichen kann. Dieser Geruch, diese Geräusche, dieses elende Leid, das bleibt ja nicht außen vor. Da kann man ja entweder nur total verrückt unter Drogen oder halt, ich weiß es nicht, das ist teilweise für mich unvorstellbar. Also ist ja so, dass ich habe gemerkt, dass der Mensch sich sehr schnell umgewöhnen kann in Dinge, die er sich vorher gar nicht denken konnte. Richtig. Aber anpassungsfähig, auf jeden Fall, ja, natürlich. Viel mehr, als man sich so denkt. Richtig, richtig, auf jeden Fall. Das ist ja auch was, auch viele hier, die das ist ja. Ja, ach, das ist völliger Quatsch, ja. Ja, also deswegen habe ich den Spruch genommen. Ja. Das geht so schnell, dass man ja dann umgelernt hat. Genauso meine ich aber, dass es viele Menschen gibt, die das eben dann doch irgendwie können. Aber es ist wirklich schwer vorstellbar. Ja, klar. Kann, selbst also man, als Veganer ist es ja dass man sich ja viele Gedanken gemacht hat und in einer ganz anderen Geisteswelt lebt. Deswegen ist sowas für uns ja auch überhaupt nicht mehr erfassbar. Ja? Okay. Wie jemand sein kann oder wie das für jemand ist, der in einem Schlachthaus arbeitet. Okay, aber wir sollten uns nicht zu weit von dieser normalen Gesellschaft entfernen, weil das ist der große Fehler. Weil ich sag mal, man sieht ja dieses Phänomen jetzt, sag ich mal,
arm und reich, das ist ja wieder so typisch. Ich meine, oder von mir aus Politiker und Bürger. Das sind ja auch so, ich denke mal, da ist eine riesen Kluft zwischen. Teilweise wissen die Leute ja nicht mehr, was so los ist im Volk oder ein extrem reicher Mensch weiß nicht unbedingt, wie eine Hartz-IV-Familie, eine sechsköpfige Hartz-IV-Familie geht. Da herrschen ja eine Menge Klischees in diesem, sag ich mal, luftleeren Raum. Und wenn wir aber so ein Klischee, also so einen Raum schaffen, das ist unheimlich schwer, diese Menschen überhaupt noch zu erreichen. Aber das wollen wir ja gerade. Wir Veganer, dann ist dieser Raum und sag ich mal jetzt diese Fleischesser. Und das jetzt, ich hasse diesen Begriff übrigens, das sind doch nicht nur Fleisch, das sind ja einfach ganz normale Menschen, die einfach in einer anderen Matrix leben, für die ist aber Fleisch, die machen sich da keine Gedanken drüber, die machen das doch nicht aus Bosheit. Noch keine Gedanken. Genau, noch keine. Aber die werden wir erst, die werden wir nur erreichen, wenn wir nicht diese Kluft schaffen. Und die schaffen wir aber mit Ablehnung und mit tollen Sprüchen und all so einem Blödsinn. Man muss ja bedenken, dass die allermeisten Veganer ja auch mal. Natürlich, 40 Jahre und ich bin bestimmt kein grausamer Mensch gewesen davor. Ich war auch ganz normal und weiß ich nicht, fand Tiere süß, Häschen und keine Ahnung und Streichelzoos und Zoos im Allgemeinen und das Bewusstsein hat sich geändert. Das Verständnis, das was ich schaffe oder du schaffst oder so viele andere auch, das schaffen die natürlich auch irgendwie. Klar wird es immer Leute geben, die lehnen das aus irgendwelchen Gründen immer oder werden das kategorisch ablehnen, aber ich denke mal, einschränken wird jeder das. Also das ist das Mindeste, was jeder wohl machen könnte, wozu er fähig wäre. Und was ich ja immer noch finde, natürlich sage ich das auch als Sportler, wir brauchen die körperliche Bewegung. Wir brauchen im Prinzip diese körperliche, regelmäßig körperliche Bewegung noch mehr als diese wunderbare Nahrung. Bei uns das ist nichts geht ohne. Wir können nicht denken, wir sind ewig gesund, wenn wir jetzt uns vegan ernähren. Das ist auch für Trugschluss. Unsere Zellen, unser Körper ist auf Bewegung ausgerichtet. Und wenn wir natürlich einen 8-Stunden-Bürojob haben, wenig Bewegung, uns danach vorm Fernseher setzen oder weiß ich nicht, das ist für den Körper im wahrsten Sinne des Wortes nach Jahrzehnten tödlich. Da können wir uns noch ohne tierische Fette ernähren. Unsere Zellen werden irgendwann, unser Herz-Kreislauf-System wird irgendwann die Grätsche machen. Das ist einfach so. Und natürlich nehmen auch wir zu, wie Veganer, wenn wir hier richtig tafeln, dann sind wir auch in der Lage, unheimlich Gewicht zuzulegen, ohne tierisches Eiweiß. Zum Beispiel hier, probier mal das hier. Das sind zwei verschiedene Möhren, ich habe das mal zusammengetan, weil ich die Teller natürlich vergessen hatte. Das ist das hier mit dem. Was denn? Achso, die. Kümmel. Also? Das ist Hölle. Mensch, das ist ja der schöne, die schönen Karotten sind da irgendwie, war wahrscheinlich. Schmeckst du noch Kümmel? Wie ist das? Konsistenz, Karotte? Ja. Geschmack Kümmel. Ja, das ist das, was ich immer meine. Ich bin der Meinung, einfach nur die Karotte, die schmeckt nach Karotte und schmeckt halt, für mich reicht's. Ja. Aber ist auf jeden Fall. Das ist mir nur vorhin gerade, als ich schnell die letzten Reste gekratzt habe, einfach in die Hand gefallen und habe mir überlegt, wie schmeckt denn Karotte mit Kümmel? Wir Menschen, also und wir. Ich fand es sehr gut übrigens. Ich muss dir sagen, ich bin der Meinung, wir Industriemenschen aus dieser Wohlstandswelt hier, wir haben so den Hang, alle zu verkomplizieren. Wir denken immer, wir müssen irgendwie, also uns reicht nicht die raspelte Karotte oder überhaupt die Karotte als Gemüse abgewaschen und von mir aus auch noch abgeschält und dann drin gebissen, sondern wir müssen das klein schnipseln, das muss irgendwie auf einem schönen weißen Teller drapiert sein, das muss noch mit Öl beträufelt werden, mit Gewürzen. Entschuldigung. Dann ist es tatsächlich für mich dann ein genussvolles Nahrungsmittel. Ich denke, das ist falsch. Ich denke mal, also, ich bin jetzt übrigens kein Rohköstler, aber ich denke, wir sind da schon ganz schön komisch veranlagt manchmal. So. Ja, das ist ja nicht viel Aufwand hier. Das ist ja nur ein bisschen, nee, das stimmt. Also ich mag das deswegen geraspelt, ja. Weil das Möhre sollte ja schon mit Öl essen, weil dann die Vitamine gelöst werden. Vitamin A und so weiter. Ja, sagt man, ja. Ja, und dann so ein bisschen, das ist ja, einmal über die Reibe gezogen und dann das bisschen Öl dran. Ja, bloß was haben die Menschen dann früher gemacht? Ich meine, die hatten auch kein Leinöl und so. Ja, mit Steinreiben haben die das gemacht, ja. Oder an Hasenzähnen. Ja, die haben so einen Hasen dann festgehalten und dann
Ja, aber, oder ja, aber haben die dann regelmäßig Öl zu sich genommen? Also ich frage mich immer, warum. Ja. Also würde das dann bedeuten, wenn ich jetzt Karotte esse, sagen wir im Umkehrschluss, wenn ich jetzt nicht dieses bestimmte Öl dann zu mir nehme, dass dann die bestimmte Nährstoffe nicht verwertet werden? Ich wage dazu. Ja, das Zweifel. Vitamin A ist ja Öl. Löslich, ja. Nicht wasserlöslich, sondern öllöslich. Ja. Ja. Und das Vitamin A ist ja, des Menschen. Ist ja wichtig für die Augen. Das heißt, es ist wahrscheinlich, sind früher alle blind gewesen. Ja. Deswegen sind sie überhaupt erstmal nach Mitteleuropa gekommen. Ne? Früher, die waren ja in Afrika, eine wunderschöne Gegend. Die sind ja nur deswegen nach Europa gekommen, weil die blind waren, das nicht sehen konnten, wo die da hingekommen sind. Nee, aber mal ernsthaft, ich bin echt der Meinung, wir sind einfach eine komische Spezies. Wir haben den Hang, alle zu verkomplizieren. Also du würdest Wurzeln aus dem Boden reißen und essen. Naja, ich steck ja selber an dieser Gewohnheit fest. Also ich bin jetzt 43 und bin natürlich so in Essen auch gewohnt. Also irgendwie, dass es angereicht wird und alles schön und mag natürlich auch diese tolle Hightech-Welt mit Computern und Handys und so. Aber das macht natürlich auch, das macht was mit uns, also auch mit unseren Körpern, ne? mit Geist und Körper. Und also ich glaube, das ist schon, wo ich eine große Abneigung habe, ist eben gegen alles, was irgendwie eingepackt ist, oder was fertig ist, Ja, was schnell ist, was industriell verarbeitet ist. Und das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, weil das ist dann wirklich, man sagen kann, man tut sich wirklich, also was man seinem Körper überhaupt zumutet. Ja? Also es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Ja, der ist so alt wie die Fleischfresserei. Naja, ja, aber es ist wirklich so. Also es ist genau wie beim unser Gehirn oder unser Wesen ja durch von den Erfahrungen, von unseren Sinnesorganen gespeist oder geformt wird. Ja? Wir sind das, was wir erfahren haben. Mhm. Wir leben von Erfahrungen, von dem, was wir sehen, was wir hören. Mhm. Genauso geht es mit unserem Körper. Ja? Mhm. Unser Körper kann nur das sein, was wir ihm in den Rein tun. Ja? Also wenn das billigste Nahrungsmittel sind, so Fast Food, Pizzen oder ich weiß nicht, so ein Zeug, wo ganz viel Geschmacksverstärker drin sein muss, damit man den schlechten Geschmack übertönt oder sowas, dann kann da nicht viel bei rauskommen. Ne? Ich glaube schon, dass das sehr... Ja, gut, das ist jetzt sehr extrem natürlich. Ja, das klar, sind ja absolut natürliche Nahrungsmittel. Ja, aber wir haben ja dadurch auch, wir programmieren uns ja auf eine gewisse Art und Weise dazu, dass wir halt sagen, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich brauche 80% Obst und Gemüse in meiner Nahrung und 20% können, sag ich jetzt mal, so Sachen wie Getreideprodukte und so sein. Ich glaube erstmal, dass jeder Mensch verschieden ist, dass wir halt, man sieht es ja daran, es gibt Menschen, die können eine vegane Tafel Schokolade essen oder keine Ahnung, veganen Kuchenstück und nehmen nicht zu. Und dann gibt es wiederum Menschen, die gucken dieses Stück Schokolade bzw. Kuchenstück nur an und haben gleich 2 Kilo mehr auf der Waage. Das ist tatsächlich ja auch so, dass das natürlich alles wesentlich komplizierter ist und überhaupt noch nicht erklärbar, erforschbar, auch wenn viele mir da widersprechen werden natürlich. Wir maßen uns halt viel an, ja. Ich glaube, der Bauch ist wirklich da der beste Ratgeber. Ja, das ist richtig. Ja, richtig, der Bauch. Und ich denke mal, viele Menschen haben Bauchschmerzen. Ne? Ja, klar, der Bauch ist auf jeden Fall Bauchgefühl. Na klar, hat viel mit dem Geist zu tun. Halt. Diese Achse Geist-Körper ist eminent wichtig. Und ich bin ja meine Entschuldigung. Ich wollte nochmal sagen, hier mit diesen, das gibt ja zum Beispiel. So diese Lehrmeinung, dass es gewisse Dinge gibt, die halt essentiell sind für Körper. Also essentiell heißt, die kann der Körper halt nicht selber herstellen. Bestimmte Aminosäuren zum Beispiel, die müssen wir eben vom Außen halt mit einer Nahrung halt zuführen. Ansonsten kommt es zu Mangelerscheinungen. B12 ist auch wieder so ein super Beispiel, wo halt im Endeffekt noch nicht geklärt ist, wie das überhaupt alles zusammenhängt, wo B12 drin ist, wie B12 hergestellt wird vom Körper und alles so. Das sind so Sachen, die werden halt einfach so unter die Menschen gestreut. Da sind dann, dann ist diese Meinung da und man macht sich damit verrückt. Und ich bin tatsächlich, ich glaube auch daran, der Körper ist in der Lage, jeden Nährstoff, wie auch immer er das macht, herzustellen.
Das gibt zum Beispiel. Also aus der Nahrung, weißt du jetzt. Aus der Nahrung, ja, ich kann jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ich esse jetzt, was habe ich denn jetzt für ein Beispiel, ich esse jetzt, irgendeinen Salat, da ist jetzt ein bestimmter Nährstoff nicht drin, aber sag mal jetzt aus einer Notsituation heraus, bin ich jetzt nur in der Lage, 2 Tage Salat zu essen, habe aber einen bestimmten Nährstoff, der essentiell für mich ist, der geht zu Neige, der Körper kriegt ihn vom Salat halt nicht zugeführt. Dann bin ich halt tatsächlich der Meinung, dass unser Körper das selber herstellt. Der wird sich den Stoff aus dem Salat, irgendeinen Nährstoff nehmen und den umwandeln in diesen Stoff, den er halt angeblich essentiell halt zugeführt haben muss. Also das sind so fantastische Sachen. Es gibt einige Beispiele übrigens auch darüber. Das gibt Wissenschaftler, die sagen, der Stickstoff in unserer Atemluft, das, was wir in jedem Atemstoß zu uns nehmen, ist der Körper halt in der Lage, aus diesem Stickstoff Aminosäure herzustellen. Also das ist phänomenal. Das sind so ich frage mich ja auch, was spannende Dinge halt. Wie hier so Sprossen aus so einem Esslöffel habe ich da reingetan. Ja. Und jetzt ist da so viel. Ich habe nur ein bisschen Wasser reingetan, ja? Wo kommt das alles her? Ich frage mich echt wirklich. Wo kommt das, diese ganze. Irgendwie habe ich was falsch gemacht mit diesen Sprossen. Magst du welche? Du, ich habe ja hier immer noch. Super versorgt. Das ist ja wie bei. Wie heißt die Sprossen? Willst du nochmal in meinen Senf zu arbeiten? Ja, nee, ich war jetzt halt so grausam. Ich habe nicht mehr. Das riecht wirklich wie alte Darmschlüpfer, ehrlich. Das ist ja grauen. Oh, was ist denn das? Kann man das essen? Oder sollte man das essen? Ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Also ich habe also Senf. Ich wollte Senf ziehen. Also die sind ja noch schlimmer als gestern. Ja. Ich hab's nur nicht weggetan jetzt. Nein. Isst du sowas? Also würdest du das essen? Ja, das habe ich ja falsch gemacht. Ich habe wahrscheinlich zu viel Wasser dran gegeben. Na, würdest du das nicht wegschmeißen? Oder das schmeiß ich natürlich. Ich habe es jetzt nur für, um es nochmal in die Kamera zu zeigen. Dir nicht nochmal unter die Nase. Er ist gestern also hier hinten runtergefallen. Ja. Und fast aus dem Fenster raus. Ja, fast. Es war nämlich offen. Das war wirklich ein Geruch vom Allerfeinsten, ja. Jetzt habe ich es an den Händen. Ja, selber schön. Jetzt langst du schön ins Essen, toll. Magst du hier nochmal trinken? Nee, jetzt wo ich. Nee, gerade nicht. Eine schöne Gemüsebrühe. Das ist einfach die Brühe von den Kartoffeln. Ich habe natürlich auch Lauch drin und Sellerie. Ich mache das Püree immer mit Lauch und Sellerie. Ja, manchmal eine Möhre rein. Das schmeckt unglaublich gut, in die Gemüsebrühe. Das ist das abgekippte Wasser und den Rest, den Kartoffelbrei mache ich dann eben mit einem. Ich denke, wir erfüllen jetzt wieder jede Menge Klischees, war, wenn wir uns jetzt nicht Veganer zusehen. Wieso? Naja, mit so Gemüsebrühe und so, die denken wahrscheinlich, Gemüsebrühe. Ja, naja, die wird ja. Die habe ich halt, sonst. Da ist ja kein Hühnerfleisch. Sonst gebe ich die immer weg, ja. Ach so? Ja. Ja, okay. Nein, Gemüsebrühe ist ja nicht. Da brauche ich ja immer ja nicht so. Ja. Okay. Ja, na gut, wir haben. Ich hatte hier noch so viele Fotos liegen. Die Fotos werden immer ja nicht genommen. Ja. Gestern alle. Oh ja, so. Der liebe Mario, den habe ich so viel zu verdanken. Ich glaube, du auch, wa? Da sind wir. War das nicht? Hast du nicht auch erzählt, irgendwie vegan sein? Nein, nee. Er ist der erste Veganer, dem ich live begegnet bin. Aber so er hat mir sehr am Anfang geholfen. Ich hatte so einen Blog, Veganer sind auch nur Menschen. Und weil er ihn bei der Albert Schweitzer Stiftung Seite da gepostet hat, da ging dann meine Welle los. Ah ja, siehst du. Und cool. Die dann wirklich in einem Buch endete. Wunderbarer Mensch, ja, auf jeden Fall. Mündete. So. Ja, Mai ist eigentlich der, weswegen eigentlich auch so, der mich eigentlich jetzt mal auf die Idee gebracht hat und gesagt hat, im Rahmen dieser Planung, ich habe ja mit der Albert Schweitzer Stiftung zusammen, wo ja Mai der zweite Vorstand ist, diesen Weltrekord halt geplant und und dann im Zuge dieser Gespräche halt meinte Mai dann auf einmal, Mensch, warum bist du denn nicht Veganer, Vegetarier? Bist du ja schon und dann geht jetzt die nächsten Schritte zum Vegan sein. Und dann habe ich das halt so gemacht und
klar, hab's nie bereut. Also war schon so. Also mit der Milch auch vorher noch gar nicht so gewusst? Doch, ja, mit der Milch schon, aber ich habe mir eigentlich wenig, also Milch selber habe ich früher eigentlich so gut wie gar nicht getrunken, vielleicht mal in so einem Café oder so. Ansonsten war ich mehr so spezialisiert auf Käse und auf Joghurt. So was habe ich ganz gerne gegessen. Aber kann man ja auch ganz gut vegan irgendwie. Was für ein Bier hier? Ja, das schmeckt sehr gut. Mhm. Ja. Okay, wir haben jetzt schon über eine Stunde gesehen. Ja, gut, Essen dauert halt. Jetzt springen wir ja sämtliche Zeitrahmen. Mhm. Ja. Das habe ich gestern schon mal dran gehängt hier. Ach ja, das ist wichtig. Ja, du kennst den Andreas Zemke, kennst du auch? Der aussieht wie der Leadsänger von den von Metallica, so ein bisschen war so. Ja, der hat eine eigene Band. Ja, man kann auch im Internet was. Cool. Olli Kahn gibt so ein Lied, total lustig. Ernsthaft? Unglaublich lustig. Von ihm, ja? Oder was? Ja? Cool. Als er mit Wiesenhof Werbung gemacht hat, und dann haben sie den hochgenommen. Dann. Echt, ja? Mhm. Super geil. Sehr gut, also bei YouTube, ich weiß gar nicht, was man eingeben muss. Ich kenne den Bandnamen nicht. Auf jeden Fall Olli Kahn. Nein, vielleicht, wenn ich es finde, schreibe ich es hinten in den Text. Mhm. Tierrechtsbund aktiv. Mhm. Ich weiß nicht, wer das alles kennt. Das ist also ein Verein, der in Bremerhaven aktiv ist. Dort haben die auch einen Hof. Mhm. Die machen eine Tierrechtssendung. Einmal im Monat machen wir das. Man kann das dann auf der Seite angucken. Ich glaube eine Stunde lang oder eine Stunde lang oder eine halbe Stunde, weiß ich nicht mehr genau jetzt. Sehr, sehr lustig. Also der Andreas Zemke hatte auch seine Rolle, den Heinz Prabuschinski, glaube ich, wo er dann in eine andere Rolle schlüpft und Comedy macht. Und es gibt eine dreiminütige Show, wo ich die Texte schreibe für zwei Bücherwürmern. Cool. Der eine kommt aus der Zukunft und der andere ist dann der Talkmaster. Das nennt sich dann die Larry und Astor Show. Das wird dann umgesetzt, ist dann auch Teil davon. Ich glaube, 6 Folgen gibt es da inzwischen schon. Vielleicht stelle ich am Ende mal eine an. Mal sehen. Jetzt ist es schon so lang geworden. Ich hatte diese Woche und dann begleiten sie, also das vegetarisch-vegane Sommerfest hat er mit moderiert im Infozelt. Die haben auch darüber berichtet und haben Aufzeichnungen auch gemacht oder bei Deine Stimme, den Stimmenlosen fahren sie rum und zeichnen auf, setzen sich viel ein. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen, gehabt mit Andreas Zemke und dass die kurz vor dem Ausstehen. Die machen das seit 10 Jahren, alles ehrenamtlich, ja, die haben nicht ganz perfekt von der Performance. Ja, also da müssten sie noch ein bisschen dran arbeiten, aber mit großen Herzen. Aber denen ist völlig das Geld ausgegangen. Die haben jetzt, die Kamera ist kaputt. Die nächste Sendung muss sogar ausfallen, weil die jetzt in Reparatur ist und das jetzt noch gar nicht absehbar ist. Und die haben selber in ihrer letzten Sendung aufgerufen, klickt uns mal an. Guckt, vielleicht könnt ihr uns was spenden. Und das will ich heute einfach auch nochmal sagen. Ich werde jetzt am Ende, ich werde selber auch noch eine Spende machen. Und am Ende der Sendung werde ich den Link immer posten. Und ich würde mich freuen, wenn viele den anklicken und sich ein Herz fassen und versuchen, die auch mit zu unterstützen, dass die weiter existieren können. Das wäre super. Ja. Du kennst ihn ja auch, du hast ja auch ein Interview mit ihm gemacht. Ja, super Typ auf jeden Fall. Ja, ja, sehr, sehr, sehr engagiert und ja. Ja, also ja, natürlich. Also sehr offen. Es gibt auch übrigens 2 Interviews, hat er mit mir geführt, die man auch sich dort ansehen kann. Im November 2011 der Sendung, glaube ich, und in der Juni-Sendung 2011. Sind jeweils, ja, richtig 20 Minuten mal. Ja. Das war so kurz bevor das Buch rausgekommen ist, mein Buch, und wie ich verlernte Tiere zu essen, und dann kurz nach mein Buch rausgekommen ist. Und das war immer ein sehr schönes Interview. Cool. Zweimal. So, noch eine Sache. Achso, den habe ich ja auch noch vergessen. Den habe ich natürlich nicht bei Michael gefunden. Aber ich habe den gestern oder vorgestern gefunden und den musste ich mir eigentlich, ja. Nüffel. Nüffel. Und bin so. Ja. Über die Pia. So, eine Sache noch. Natürlich wird der Michael super überrascht sein, weil er das jetzt nicht kennt.
Nein, ich bin überrascht. Ich bin jetzt überrascht. Nein, was ist das denn? Ach, ich könnte das wirklich nicht. Mein Flohmarktgeschenk. Und das ist übrigens der Koffer. Vielleicht ist das, passt irgendwie, oder? Ich glaube, das sollten wir auch aufheben, oder? Vielleicht ist das immer das Zeichen, wenn die Sendung halt. Ja. Bringst mich aus dem Konzept. Nein, alle ja, also mein Flohmarkt-Koffer. Ja, Flohmarkt-Koffer. Und ich hatte mir ausgesucht für den Michael ein Spiel. Das hat er jetzt schon mit nach Hause genommen und hat es heute wieder mitgebracht. Heute gebe ich es nochmal. Oh nö, echt? Für mich? Hast du jetzt zwei davon? Ne? Nein. Ja, jetzt habe ich zwei, ja. Ich habe nämlich auf dem Flohmarkt so ein Spiel gefunden. Sehr geil. Schöne alte Spiele. Mhm. Und das ist, ja, hier ist alles drin. Palma, hier so ein Dame-Spiel. Ja, ganz irre, schöne, also ganz fantastische Zeichnungen. Ja, ja. Und also so ganz, ganz tolle, fantastische Zeichnungen, ja, also die man nie gesehen hat. Nee. Ja. Na gut. Sehr dekorativen Werte. Nee, Spiele sind teuer. Spiele sind echt eine tolle Sache, auf jeden Fall. Habt ihr schon gespielt? Nee, hat man leider keine Zeit, aber ist auf jeden Fall, wird gemacht noch, auf jeden Fall. Ein Spielebuch gibt es dazu, also, wo man also Spiele spielen kann wie russischer Puff. Ach, das gibt's ja nicht. Nee, oder? Tatsächlich Puff, ja. Ja, ein Schuft, wer böse ist da? Ja, also. So. Ein frivoles Spiel. Bitte sehr. Schönen Dank. Was hätte ich behalten? Oh, super. Nee. Ich hätte dich schon dran erinnert. Da bin ich ja. Ich habe in den ersten beiden Sendungen habe ich ein. Am Ende spiele ich ja immer ein Lied von einer ah, veganen ja. Musikerin, Musiker, Band, die noch nicht so bekannt sind. Mhm. Noch keine GEMA-Gebühren verlangen. Also so Adele und, für Anfänger. So. Ja, ich hatte in den ersten beiden Sendungen eine junge Musikerin aus Stuttgart, Morgen. Heute habe ich eine Musikerin, die ich zu meinen Lieblingsmusikerinnen zähle, Emmeline de la Paix. Du hast sie auf dem Sommerfest gesehen. Ja, richtig, ja. Da durfte ich sie nämlich ansagen auf der Bühne und ich habe ihren Namen falsch ausgesprochen. Oh. Ich habe Emmeline gerufen und rief sie so aus dem Hintergrund. Emmeline! Und ich habe, das wurde aufgenommen und zum Glück war die Kamera irgendwie zu spät dran und diese Stelle ist nicht aufgenommen worden. Oh, Schäden, ja. Es gibt doch noch Wunder, ja. So, und heute, jetzt muss ich mir den Zettel suchen, spiele ich zum ersten Mal, wird nicht das letzte Mal sein. Soll ich mir auch noch hier was? Ja, vielleicht müssen die Zuschauer mal pullern auf die Toilette. Nö. Was? Genau. Was anderes finde ich nicht. Ja, die können auch Pause drücken. Was ist denn jetzt hier? So. Ja. Erst war ich vegetarisch und dann Bodybuilder. Ja. Das dauert noch länger. Das ist doch. Vasili, es gibt doch Leute, die sind berufstätig, die müssen jetzt zur Arbeit vielleicht. Und dann. So, jetzt muss ich auch. Und dann. Naja. Französisch, nee, warte mal. Nee, ich finde jetzt nicht. Komm, okay, nee, das ist ja recht, nee, ist ja jetzt so Quatsch. Nein, okay. Also, de la Paix, wa? Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten zum zweiten Mal oder zum was auch immer. Jetzt haben wir doch schon lange geredet. Top-Sendung. Ja, wir haben Top-Konzept. Heute über was völlig anderes geredet, weil das, was wir gestern geredet haben, kannten wir ja schon. Eben. Ja, vielleicht findet sich mal jemand, der die temporäre Datei retten oder entschlüsseln kann. Kann man auch hören, was wir gestern geredet haben. Bruder Herz in Hamburg. Kannst du ja vielleicht nochmal gucken, dass du vielleicht doch nochmal eine Idee hast. So. Mein nächster Gast, auf den freue ich mich auch schon, wird der Mahi sein. Mahi Klosterhalten von der Albert Schweitzer Stiftung, der Geschäftsführer. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich danke dir für das zweimalige Kommen. Michael Griesmeier. Ich danke dir, Vasili, für die Einladung. Top. Und jetzt Emmeline de la Paix mit Between Breeding Seasons.
So, tschüss. Tschüss. I feed on, I am a self-indulgent addict who is losing myself or just losing all of the beauty that shines when the light is not on and I can barely move. I am so good at keeping secrets. Some I forget between breathing seas.